An meinem ersten Tag im Parlament statt, sind sie von Anfang an schon geschockt gewesen, weil das Schweizer Fernsehen mitgekommen ist. Und dann haben sie gesagt, wir sind Rechtsanwälte, uns gehören die Firmen, wir sind Professoren. Und wegen dem hergelaufenen Hippie kommt das erst mal ins Schweizer Fernsehen ins Parlament. Ich erzähle etwas von meiner Kindheit im Ochsen, Metzgerei und Wirtschaft im schönen Grund. Offen 7 Tage in der Woche, viele Leute. Und mir hat das gefallen. Wie denke ich über meine Eltern? Ja gut, aber sie sind für mich wie andere Leute vom Personal. Metzgerburschen, Küchenmeidle, Serviertöchter oder Stammgäste, die viele in der Wirtschaft sind, die haben ganz so viel zu meiner Erziehung beitragen als die Eltern, die nicht die Zeit hatten. Nicht viel. Ja, ich habe als Kind so viele verschiedene Meinungen gehört und alle wollen da was beibringen, dann habe ich gedacht, ich muss mir das selber überlegen und schauen, wie das geht und nicht immer auf die anderen hören. Oder immer meine Meinung sagen, auch wenn die Leute das nicht gern gehört haben. Ja, der Personalchef Müller von der Firma Stoffel hat mir dann einen Job gegeben als Praktikant, Überseeverkaufsabteilung, Handel mit der ganzen Welt. Für die Firma konnte ich ein Jahr auf Paris als Stagiaire. Dort in Paris bin ich unter anderem einmal auch zu den Trotzkisten gegangen, an die Versammlungen, in einer Kirche rein, getarnt als Kulturverein, zum die Weltrevolution mitorganisieren überall für gerechtere Verhältnisse. Aber nachher war dann mein Jahr abgelaufen hier in Paris und die Firma hat mich noch in die USA schicken zur Weiterbildung und ich habe gesagt, nein, danke, ich habe genug von Büro und Textil. Ja, dann bin ich hier nach Paris auf Montreal gegangen und da hat mich ein Freund eingeladen, um mal Gras zu rauchen. Und ich habe gestaunt, was man da alles noch haben kann. In Vision und Gedanken und Gefühlswelt, die ich vorher keine Ahnung hatte. Und habe gedacht, mal, von diesen Drogen würde ich das noch mehr probieren und alle möglichen austesten für mich. Und das habe ich dann auch gemacht. Von Marihuana, Hasche, LSD, Amphetamin, Heroin, Opium. Und da hat man schon aufpassen mit dem Amphetamin oder auch mit dem Heroin, weil das macht wirklich süchtig. Und viele nehmen zu viel und machen den Abstieg nicht mit, weil den musst du mitmachen. Wenn du zuerst high gewesen bist, dass du nachher wieder down bist. Und das ganze Hippie-Leben hier in den Kommunen mit so 5-Zimmer-Wohnung, 20 Leute oder mehr. Und immer gekifft und LSD genommen und gesungen und geliebt. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ich bin eigentlich meistens mit ganz wenig Geld herumgereist, früher immer mit Autostopp. 5 Monate Montreal, 1 Monat Algerien, nachher ein Jahr in Paris, 3,5 Jahre Montreal,
mit halb Jahr Mexiko inbegriffen. Und nachher bin ich noch ein paar Monate im Friaul gsi, go Baracken bauen nach der Erdbeben. Und dann auf Nicaragua, anderthalb Jahre als freiwilligen Arbeiter, meistens auf dem Bau. Dann habe ich gedacht, jetzt würde ich wieder mal in die Schweiz schauen, wie es da zu und her geht. Geld hatte ich keine mehr. Ich bin zu tief in den Knast eingefahren, wie jedes Jahr im Winter, um die 10 Tage, und stelle das Radio anstellen. Und dann kommt der Carlo Schmid, Innerroder Ständerat, und haut hier ab auf die Drückeberger und Verweigerer und Staatsgegner. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt ist man verleidet. Und dann haben wir angefangen, die Grünen zu gründen. 20 Jahre Stadtparlament. Nachher haben mich gefragt, wie lange habe ich da ausgehalten da. Und etwa 8 Jahre im Kantonsrat. Als ich keine Kinder und Nachwuchs habe, habe ich da einen Teil von meiner Zeit für die Allgemeinheit verpolitisiert. Und zu meinem Spass auch. Und dann ist wirklich die grosse Freizeit losgegangen. Schön war einfach, aufstehen, wenn ich will. Vorher war immer der Druck auf die Uhr schauen, Wecker chattern lassen. Das gehört zu meinen grössten Freuden im Leben, dass mich die Sonne anscheint. Und für das kann ich auf vieles verzichten. Wie gesagt, das Geld ist hier nicht wichtig. Für mich vorläufig. Und man könnte ja immer mal noch reich werden, Lotto gewinnen, Euromillions. Mache ich schon Jahrzehnte mit. Wie sich die Gesellschaft verändert hat, ist eine schwierige Frage für mich, weil ich habe in so vielen verschiedenen Gesellschaften gelebt. Es ist ja vor allem, alles sollte immer schneller gehen. Da ist etwas, was extrem auffällt. Aber ich glaube, wir haben eine zwäge Jugend. Mich freut einmal, wenn ich die vielen Kinder und Jugendlichen sehe, die da umeinander sind. Ja, wenn ich anfangen würde, anders in meinem Leben, wenn es da so eine Rückspultaste und Neustart gäbe, da kommt mir eigentlich nichts Einschneidendes in den Sinn. You can't always get what you want. Some chew gum for fun. Me, I just go. Bag of tobacco. I never harm no one, but someone once said something that I hated on. Nicotine, nicotine. Nicotine.